Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen zusammen. Ja, gestern Abend dachte ich, die Welt geht unter. Es hat hier geregnet, geschüttet. Heute früh wache ich auf, scheint die Sonne. Also in Norwegen ist das Wetter. Die Vorhersagen stimmen überhaupt nicht. Gott sei Dank, weil Gott sei Dank, es war ist immer so schlechtes, schön. Es war immer es schlechtes Wetter angesagt. Sonne scheint. Ja, wahrscheinlich wird es jetzt dann auch wieder schlechter. Keine Ahnung, sehen wir dann. Heute geht's weiter Richtung Atlantikstraße, Molde, Kristiansund. Ja, und dann? Also so ist der Plan. Und dann haben wir keinen Plan mehr. Was sowieso meistens nicht stimmt. Aber ihr seht das ja, das ist manchmal ein bisschen durcheinander und wir sind dann da doch nicht, wo wir hin wollten. Aber danach haben wir jedenfalls, es geht weiter. Danach haben wir jedenfalls keinen Plan mehr. Da haben wir nur noch grob, dass wir irgendwann nach Hause fahren. Okay. Jetzt genießen wir noch ein bisschen unseren Kaffee in der Sonne und dann fahren wir los und nehmen euch weiter mit. Tschüss. So, für die Aufmerksamen unter euch werdet ihr vielleicht gemerkt haben, dass wir die zweite Nacht hier schon auf diesem Stellplatz sind. Den haben wir in der Park4Night-App gefunden. Das ist bei Hareid. Und eigentlich wollten wir, da war nämlich noch einer in der Park4Night-App. Am Ende des Sees. Ein zweiter, aber... Der war schön, weil da konnte man auch baden im See, hatte ich auch vor. Aber wir haben es gestern nicht geschafft, den Hugo in irgendeiner Weise gerade zu stellen. Gerade hinzubekommen. Also ich bin rauf, runter. Also der Parkplatz war sehr schräg und... Wahrscheinlich wäre es gegangen. Aber dann haben wir aufgegeben und sind wieder hierher gefahren. Hier waren wir schon den Kilometer wieder zurück und sind halt jetzt seitlich an dem See. Und der andere Platz war ganz am Ende vom See. Mit Zugang zum See. Ja. Jetzt haben wir halt nicht gebadet. aber nicht, dass wir muffeln. Wir haben, natürlich geduscht. Also nicht, dass ihr denkt... Das sollte auch kein Ersatz sein. Und Riech-TV gibt es ja auch nicht. Aber wir riechen fantastisch, wie immer. Frisch geduscht. Gut, dann fahren wir jetzt aber weiter. Tschüss. Schaut's aus mit der Planung. Das Navi hat heute angesagt 2 Stunden 45 für 96 Kilometer bis Molde. Sind dann allerdings gleich auf die Fähre. Die wollte gerade ablegen. Ist noch drauf geschafft. Jetzt haben wir noch 49 Kilometer, 1,5 Stunden. Das Schiff fährt wieder. Ja, und wir sind hier auf einer großen Breitenstraße, der E39. Emma ist auch beruhigt, dass es mal nicht so viel Schotterpisten gibt. Die Sonne ist weg. Der Berg dampft. Der Berg dampft.
mit der Fähre fahren. Wir fahren hier nur Fähre, Fähre, Fähre. Am Anfang war es Tunnel, Tunnel, Tunnel. Also, und man merkt überhaupt nichts von dem Fährefahren, wenn man hier so drin sitzt. Das ist erstaunlich. Ich glaube, dass die Elektroantrieb haben, wenn die erstmal losgefahren sind. Das ist so ruhig. Also, wenn man sitzen bleibt. Heute sind wir schon so faul, weil das Wetter ist jetzt gerade nicht so schön. Es hat sehr zugezogen. Zu faul zum Rausgehen und zum Schauen. Wir schauen jetzt hier gerade. Zu voll zum Schauen, wir schauen jetzt gerade. Auf die Karte. Kartikompass. Ja, wie es weitergeht. Ich sehe nur Finnland. Ja, da fahren wir nach Finnland. Wo siehst du Finnland hin? Ich sehe gerade nur Schweden. Das war ein Scherz. Also, so ist die Karte. Da das ganze Orange und reingeschmierte. Sind so unsere Notizen. Ja, muss man nicht sehen, ist nicht so wichtig. So unser Plan, der jeden Tag anders war. Ja, und jetzt überlegen wir, was wir nach der Atlantikstraße machen, wie wir weiterfahren. Und wir halten euch auf dem Laufenden.
jetzt stehen wir mitten auf der Brücke neben der Atlantikstraße. Genau, wir sind die führt hier einmal um so ein kleines Hügelchen rum. Die Brücke. Die Brücke. Wir sind jetzt mal auf der Atlantikstraße angekommen und haben da an dem ersten Parkplatz gleich gehalten und gehen jetzt hier gerade außen rum, wo erklärt wird, wann, wie und wo das gebaut wurde. Und es ist jetzt quasi so ein Touri-Eck. Ist aber nicht so viel los, weil, seht ihr selber, das Wetter ist, na schlecht ist es wahrscheinlich für Norwegen nicht. Ich würde sagen, normales Norwegenwetter ist halt nicht schön. Ja, es regnet nicht. Es regnet nicht. Schon mal was. Thank you.
vor der Hängebrücke, weil wir uns noch uneinig sind, was das nächste Ziel ist. Ja, ob wir jetzt nach Trondheim fahren oder doch nach Lillehammer. Oder ganz woanders hin. Also, wir analysieren jetzt mal die Situation. Karten raus. So, unser heutiger Stellplatz. Wie Sie hören, Sie hören nichts. Mit Blick auf den See. Ernst. Läuft das schon? Ja. Für Frühstücksfernsehen bin ich nicht zu haben. Schau mal die schöne Landschaft an. Die schöne Landschaft sieht man nicht, weil die Scheibe ist beschlagen. Weil heute Nacht hat es das gemacht, was es jetzt nachts oft gemacht hat. Es hat geregnet. Früh war es allerdings immer schön. Ja, heute. Es tröpfelt gerade gar nicht mehr so arg. Ich glaube, es hört auf. Guten Morgen, mein Schatz. Ist noch nicht Ihre Zeit. Ist nicht Ihr Wetter. Ist momentan nicht Ihr Leben. Ja, wir fahren heute weiter Richtung Sonne. Richtung Sonne. Das bezweifle ich noch. Nee, wir fahren weiter Richtung Lillehammer. Lillehammer, genau. Das hätte ich fast nicht rausgebracht. Wie weit wir kommen, ob wir bis hinfahren, was unterwegs so passiert, das wissen wir noch nicht. Da lassen wir wie immer alles offen. Aber das ist so erstmal der Plan für heute. Und dann war da plötzlich am Straßenrand eine Waage, wo man sein Gewicht kontrollieren konnte. Was wir dann auch getan haben. Und siehe da, es ist alles in Ordnung. So, heute beim Wiegen. Moment, ich muss ja ranzoomen, sonst kann man es nie lesen. 1,48 vorne. Abgenommen während der Fahrt. Wir haben nur zu viel gegessen, das Essen ist weg. 3,80. Und hinten?
geht es dann auf? 2,2. Was hatten wir vorher? Ah ja, ach so. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir weniger von hinten. 2,2. Wenn du den Fahrzeugschein raus tust, dann weißt du, was wir weniger von hinten. Dann können wir an die Grüdiger schreiben, wir haben uns gewogen. So, einmal Kontrolle. Jetzt Minus. Damit ich auch mal einen Elch sehe in Norwegen, fährt Roland jetzt schon die ganze Zeit hinter diesem Elch her. Wir sind jetzt 100 Kilometer etwa gefahren durchs Dovregebirge. Ja, gesehen haben wir nichts oder nicht viel. Es war alles voller Nebel. Kalt war es. 8 Grad war das tiefste. 8 Grad, jetzt sind wir fast unten, naja, ziemlich weit unten wieder. Jetzt sind schon wieder 11. Hat schon wieder 11 Grad, das wird schon. Ja, da oben war alles voller Nebel. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht, aber ich schätze mal, wenn wir nicht viel reinschneiden können, das ist irgendwie. Ich glaube, die Trolle hatten heute Waschtag. Da oben war irgendwie. Keine Ahnung, Saunatag oder irgendwas. Das, ja, ansonsten, Roland hatte sowieso irgendwie heute den Fuß auf dem Pedal und wollte weiter, ja, weiter. Wir fahren nach Lillehammer. Skifahren. Und es regnet sowieso ohne Ende, außer Aussteigen ist auch nicht groß. Ja, wir sind dann halt da oben durch das Gebirge, da wo die Könige sich, ja, die, wenn die nach, was ist oben, Trondheim, wenn die von Oslo nach Trondheim auf dem Weg waren, um sich dann in dem Dom in Trondheim krönen zu lassen, haben die meistens dort oben übernachtet in so einer Pferdestation, wo die Pferde gewechselt wurden und so weiter in Kongsvoll. Da habe ich auch ein paar Aufnahmen gemacht. Ich weiß nicht, ob man sie gebrauchen kann. Es war irgendwie wenig zu sehen. Könige waren auch keine da. Viele Menschen unterwegs, komischerweise. Viele Wohnmobile. Ja. Aber fast nur Norweger. Ich glaube, in Norwegen hat jeder ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen. Das ist verrückt. Ja, und ansonsten? Fahren wir weiter. Fahren wir jetzt weiter. Es regnet immer noch. Nein. Es ist einfach kalt und ungemütlich. Ja, jetzt haben wir Vesperpause hinter uns und fahren wir weiter. Mal schön. Vielleicht ist ja in Lillehammer schönes Wetter. Thank you.
bisschen verspannt. Das ist auch noch. Ein bisschen verspannt, Frau Dollmann. Ja. Sehr. Die wackelt. Wir sind, erkennt ihr noch nicht, in welchem Ort wir sind? Vielleicht erkennt man es jetzt schon am Flammholder im Hintergrund. Achtung, tada, Lillehammer. Skisprungschanze in Lillehammer. Hier parken wir hier oben, hier schlafen wir heute Nacht. Unser Hugo steht als zweites, hinten sieht das Heck raus. Und das ist der Blick ins Tal. Das olympische Feuer. Mist, keine Fackel dabei. Vergessen. Mist, die Fackel vergessen. Übrigens jetzt vom Nachmittag bis morgen früh 9,85 Kronen bezahlt. 9 Uhr, 9 Uhr 4. Irgendwas mit 9. Wir hauen halt um 9 ab. Dann sind wir rechtzeitig weg. Naja, die Arme sind hinten, oder? Das war die Challenge.
Morgen Muskelkater. Ich glaube, die 60 norwegischen Kronen hätte ich investieren sollen. Für den Lift? Ja. Nein, die darf man erst investieren, wenn man über 70 ist. Ach so. Da du noch unter 60 bist. Aber ich bin über 70. Stufen gelaufen. Kilo. Psst, das hört jetzt jeder. Ich bin auch über 70 Kilo. Und knapp unter 70 Jahre. Fehlt mir noch ein bisschen was. So, das ist jetzt der Schwenk von ganz oben. Bisschen weiter da unten ist der Absprung von der K120. Ist schon beeindruckend, wenn man dann bis dann unter an den See oder Fluss oder was immer das ist schaut. Muss man sich erst mal trauen. Hier stehen noch ein paar Häuschen und ich vermute mal sowas ähnliches wie ein Restaurant, Kantine, was auch immer, ist aber jetzt zu. Große Berghütte. Okay, ist aber zu. Wir sind jetzt hier ganz raufgelaufen und wir parken unten am Parkplatz vom Sprungcenter. Da kostet die Nacht 120, wir zahlen jetzt 85 bis morgen früh um 9. Und hier oben wäre noch ein Parkplatz, da zahlst du für den ganzen Tag 40. Da kann man jetzt auch rauffahren, da steht man alleine. Außer es kommt gerade wie jetzt ein Auto. Also alleine nicht, aber man steht halt ruhiger. Jetzt das Ganze wieder nach unten. Ja. 936 Stufen. Ich finde es jetzt nicht ganz. Vielleicht nehmen wir ja doch den Lift. Jetzt beginnt die eigentliche Challenge, weil es wird auch noch steil. Ja, vor allem jetzt. Ich filme jetzt extra hier weiter, dass ihr seht, der Lift ist da drüben. Wir nehmen nicht den Lift. Absprung! So, die Tür ist zugange. Ich glaube, die bringen jetzt ein paar Ski. Sommerski, weil die Matten sind ja unten. Auf geht's, Frau Dollmann, Skifahren kannst du? Wer Skifahren kann, kann auch Skispringen. Du musst ihn nicht festhalten. Hup. Geht schon wieder auf. Ich glaub nicht. Ich hab's abgesperrt gehört.